Ja, herzlich willkommen und zwar zu meinem neuen Projekt. Und zwar, das hier ist ja eine Japansäge, wie man unschwer feststellen kann. Und das hier, das habe ich jetzt mit einem French Cleat-Halter gebaut. Und da zeige ich euch mal, was das ist. Und zwar habe ich immer so zwischendurch das Problem, dass ich mal auf die Schnelle eine, sagen wir jetzt, eine Dachlatte durchschneiden möchte. Einfach ein Anzeichen und ein Stück abschneiden. Dabei habe ich aber immer das Problem, wenn ich die freihändig schneide, dass ich entweder so schief oder das Holz jetzt übertrieben so oder so schief schneide. Und das hier, das ist genau ein 90-Grad-Winkel auf der Seite, beziehungsweise ein 45-Grad-Winkel auf der Seite. Und das geht eigentlich ganz einfach. Man hält das halt hier dran und hier drin sind zwei Magnete, die das Sägeblatt festhalten, dass das Sägeblatt nicht verrutschen kann, dass das exakt gerade ist. So, und dann schneidet man das hier. Und das hier sind exakt 90 Grad. Das ist hundertprozentig. Wie gesagt, jetzt kann man das Ganze auch mit 45 Grad nehmen. Ich stehe leider jetzt hier auf der falschen Seite. Ich bin eigentlich rechtshändig. Ich müsste auf der anderen Seite sägen. Deshalb auf der anderen Seite geht das etwas schneller und etwas besser. Die Magnete halten, ich habe jetzt hier meine Hände mehr oder weniger frei. Die Magnete halten fast das Sägeblatt fest, schön fest. Und dann kann man das hier schneiden. So, und auch das sind exakt, kann man das sehen, sind exakt 45 Grad. Und wenn man das ganze Teil nicht braucht, kann man es hier mit dieser Halterung, eventuell sogar, oh, wo seid ihr da, eventuell, das hält von selber, sogar hier auf der Seite noch eine zweite Japansäge anhängen, nimmt das Ganze, nimmt es dann einfach hier rüber und hängt es einfach in die French Cleat ein. Und das Ganze hängt. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Fangen wir wie immer mal mit der Materialliste an. Ich habe jetzt hier auch mal wieder Reststücke, wie man sehen kann. Die sollten mindestens 9x9 cm groß sein. Und zwar habe ich jetzt hier Multiplex bzw. Sperrholz ist das. Und das ist 2x15 mm und ein Reststück 1x12 mm. Kommt eigentlich nicht darauf an, aber das war so ungefähr auf 4 cm, also 40 mm dick gekommen, weil die drei Teile möchte ich gern zusammenleimen. Ja, dann habe ich hier das hier. Und zwar ist das im Einzelnen, das ist ein Magnet oder das sind mehrere Magnete, die haben einen Durchmesser von 10 mm und sind ungefähr 4 oder 5 mm dick. Verlinke ich euch aber unten drunter, wo ihr das bekommt. Ja, 10 mm Forstnerbohrer und natürlich eine Säge, eine Japansäge sollte man natürlich auch dafür haben. Jetzt würde ich sagen, schneiden wir uns die Hölzer hier mal auf 9x9 cm an der Kappsäge zurecht. Warum an der Kappsäge? Ja, die Kappsäge ist eine Metabo KGS 254M. Da habe ich auch ein Video drüber gedreht, wie man die einstellt. Also kein Unboxing, sondern wie man die optimal einstellen kann. Und ich zeige euch mal hier oben, da habe ich jetzt einen Kommentar bekommen, warum ich nicht gezeigt hätte, wo hier der 90-Grad-Winkel, ob der hundertprozentig stimmt. Da der hundertprozentig stimmt, habe ich das auch gar nicht groß nachgemessen. Und um zu zeigen, dass das wirklich 90% ist, in dem Kommentar steht ja, dass das nicht wahr wäre, schneiden wir die Sachen jetzt alle hier an der Kappsäge. Ich habe mir hier einen Anschlag hingemacht und da schneiden wir das Ganze jetzt mal ab. Und zwar auf 90 mm Länge. Schauen wir mal nach. Das sind exakt 90 Grad. So. Und so schneide ich jetzt alle drei Bretter. Mir fällt aber gerade ein,
Wenn ihr natürlich irgendwo ein Reststück habt, was ungefähr 4 cm breit ist, könnt ihr auch direkt Multiplex in 4 cm oder 2x2 cm, könnt auch 2x22 mm nehmen, was auch immer. Nur, dass ihr ungefähr auf 4 cm Dicke kommt. Wir leimen das Ganze zusammen. Klemmen das Ganze fest. Und lassen es erstmal soweit trocknen. In der Zwischenzeit, wo das trocknet, habe ich jetzt hier ein Stück, das ist hier 9,5 cm. Da mache ich jetzt mal hier mit einem 1,5 cm langen Strich. Das ist das, was überstehen muss. Und dann nehme ich mir kurzerhand mal hier dieses zusammengeleimte Teil, setze das drauf und schau mal, wo das da ist. Damit ich die genaue Breite hier habe, zeichne mir das an und gehe von da aus nochmal 1,5 cm nach außen. So, an dieser Kante schneide ich mir das jetzt hier wieder ab. Das hat jetzt insgesamt ist das 6,7 cm. Ich habe übrigens nochmal nachgemessen, also das hier sind 38 mm, beziehungsweise 37 mm. Ja, 37 mm muss ja auch. Und wir schneiden das Ganze jetzt mal an der Kappsäge hier wieder ab. Und den schneiden wir jetzt mal schön genau exakt, weil das hier nicht so übereinander stimmt, schneiden wir den noch ein paar Millimeter rundherum ab. Eins hatte ich wahrscheinlich vergessen zu erwähnen. Das Stück, was ich am Anfang geschnitten habe, war keine 9x9, sondern es war 9,5x9,5. So dass ich jetzt hier exakt, kann man das sehen, 9x9 cm habe. Hilfsweise habe ich mir jetzt hier in der Mitte einen Strich gemacht. Und zwar müssen wir das genau in der Mitte durchschneiden. So, das schneiden wir uns wieder an der Kappsäge. Und zwar habe ich ja hier oben, das ist ja ein 45-Grad-Winkel, rechts und links, 90 Grad. Das geteilt ist 45 Grad. Dann drehen wir einfach die Kappsäge auf 45 Grad, legen das Sägeblatt hier an diese Kante, an eine Seite an. So, und schneiden das Ganze durch. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, hier haben wir exakt 90 Grad. Und anderen Spitzen habe ich mir jetzt hier mal diesen 45 Grad Winkel geholt. Wenn wir den da reinstellen, passt das exakt mit 45 Grad. Hier und auch hier. Jetzt müssen wir noch die Magnete versenken. Auf der langen Seite, das ist etwas mehr als 12 cm, mache ich 3 Magnete und auf einer kurzen Seite 2. Die dritte Seite brauchen wir als Anschlag. Hier habe ich meinen selbstgebauten Schraubstock. Da spanne ich das jetzt ein, weil ich möchte ja relativ gerade da reinkommen. Der Schraubstock, der ist jetzt in der Waage. Ja. Und jetzt setzen wir hier oben das auch in die Waage. Und bohren jetzt hier die 3 Löcher rein. So, und das machen wir jetzt hier auf der anderen Seite auch. Jetzt rühren wir uns ein bisschen Sekundenkleber an. Nehmen die Magnete. Die sind übrigens ein wenig tiefer eingelassen, so 1 mm tiefer als als hier die Oberfläche ist. Und die Klebereste schleifen wir nachher weg, weil das ja wie gesagt hier ein Stück tiefer drin ist. Das möchte ich jetzt gerne auf dieses Unterteil drauf leimen und mit einer Schraubzwinge festmachen, aber wegen der Schräge geht das schlecht. Deshalb nehmen wir mal wieder das berühmt-berüchtigte Klebeband, kleben das einfach mal hier auf die Schräge
Und den alten, das alte Gegenstück, das kleben wir da mal wieder drauf. So, damit ist das schon mal gut fest. Hier kommt jetzt der Leim drauf. Das, was fehlt, ist ein Halter für die French Cleat. Hier habe ich jetzt 7,5 cm mal 2 mal 12 mm Dicke und da schneide ich jetzt hier einen 45 Grad Winkel drauf. Mittlerweile habe ich das ja hier wieder auseinandergebaut. Das ist schön angetrocknet und jetzt kommt hier an einer Seite, an dieser Längsseite, ist eigentlich egal wie rum, das liegt einzig und allein an euch, kommt das Teil dran mit einem kleinen Überstand rechts und links und das leimen wir jetzt erstmal fest. Ich freue mich, dass ihr mal wieder dabei wart und für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich doch einfach, dann verpasst ihr nichts, seid immer informiert, was es Neues gibt. Und ich denke mal, solche kleinen Sachen kann man wirklich gut brauchen, obwohl ich auch etwas größere Projekte baue. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen schönen Tag und sage Gruß, euer Jürgen.